Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist mal wieder Montag. Ich glaube, beim letzten Mal war es auch Montag. Jedenfalls drehe ich. Ich weiß nicht, ob es die Musik losgeht. Okay. Ich habe extra leise gemacht eigentlich. Ich würde noch mehr dazwischen labern. Ja, das mache ich gerne. Jedenfalls drehe ich heute einen Vlog und nehme euch mit. Wir fahren jetzt erstmal unseren Wocheneinkauf machen und dann. War das aufgesessen? Ja. Hey, bei mir passiert das nie. Und ich habe extra vorsichtig gemacht, ne? Bei mir passiert das nie. Ja, wie gesagt, ich habe vorsichtig gemacht. Hast du ja wohl gesehen, oder? Ja, weil du zu schwer bist. Aha. Genau. Wir machen jetzt erstmal unseren Wocheneinkauf und dann gucken wir mal, was heute noch so passiert. Wir sind wieder zurück und ich zeige euch jetzt mal unseren Einkauf. Das war jetzt wieder mal ein ordentlicher, kompletter Wocheneinkauf. Heute ist auch so schönes Wetter. Es war gestern auch schon mega sonnig und angenehm warm, so 10 Grad. Super, super schön. Da kriegt man gleich richtig gute Laune. So, Tüte Nummer 1. Ich versuche jetzt hier ein bisschen zu sortieren. Also, wir haben bei Kaufland. Wow. Ein Thunfisch, eine Dose Thunfisch. Getränke. Marmelade. Eine Müllermilch. Ich trinke sowas nicht. Ich finde das richtig abartig. Aber Tim steht da drauf. Mais. Grünes Pesto und rotes Pesto. Manche Sachen muss ich, glaube ich, auch nicht erklären. Also wir wollen ziemlich viel kochen diese Woche. Wir haben uns Rezepte rausgesucht. Und am Donnerstag kommt noch eine HelloFresh-Box. Wir machen das immer noch. Also wir haben jetzt ein oder zwei Wochen pausiert. Ein Nutella. Also wir haben auch festgestellt, dass tatsächlich die Portionen relativ klein sind. Weil wir haben immer für drei Personen bestellt gehabt und haben da ja auch zu zweit nur von gegessen. Wir haben jetzt diese Woche mal zwei Portionen bestellt und gucken mal, ob wir davon überhaupt satt werden. Hier sind Kartoffeln. So, erste Tüte ist leer. Dann haben wir Kiwis, also gelbe Kiwis und Kiwibeeren. Erdbeeren, so einige Tomaten, um genau zu sein, dreimal. Nochmal Erdbeeren, frische Champignons, Rucola, der irgendwie ziemlich gelitten hat, wenn ihr mal so anguckt. Eine Zucchini, Lauchzwiebeln. Und Weintrauben, die ich falsch einsortiert habe. Nächste Tüte ist leer. So, dann eine Mozzarella, Joghurt, Schmand, Trinkpäckchen, Pizza haben wir schon. Eine Abteilung für Tiefkühl? Nee, haben wir nicht. Ich bin hier echt am Sortieren. Muss. Dann einen Frischkäse. Das ist, glaube ich, so ziemlich mein Lieblingsfrischkäse. Noch ein Joghurt. Eine Nudelpfanne. Eis. Eine andere Nudelpfanne. Sollte sie vielleicht so umzeigen. Ich glaube, das Tiefkühlzeug räume ich gleich mal rein, ihr das hier wegschmilzt. Drei Pizzen. Das ist eine Pizza mit Kartoffeln. Habe ich noch nie vorher gesehen. Bin ich sehr gespannt, wie die schmeckt. Noch kleine Joghurts. Und Cordon Bleu esse ich auch nicht. Ich glaube, Karl auch nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, aber Tim isst es auf jeden Fall. Toastbrot und Brötchen. Wir haben aber noch ein bisschen was am Brot da. Also wir frieren das immer ein und nehmen halt immer nur so scheibenweise raus und toasten das immer. Und wir haben auf jeden Fall noch so normales Brot, also so dunkles Brot und noch ein bisschen Toast und noch ein paar Brötchen und ein Baguette und so haben wir gleich alles noch da.
Deswegen brauchten wir davon jetzt nicht so viel. Frischen Flammkuchenteig wusste ich nicht, dass es den gibt, sonst hätten wir halt Pizzateig genommen. Die sind fürs Auto, aber fürs andere. Knoblauchsalami klingt mega, aber ich weiß nicht, ob mir die schmeckt, weil das so Schweinssalami ist. Dann, ich sage Gnocchis. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Manche Leute sprechen es, glaube ich, anders aus. Mal Brötchen und Hühnerwurst. Ein Basilikum. Ich zeige euch den mal eben. Tim hat den ausgesucht. Der ist selbst schon vertrocknet. Aber der wird bei uns eh nicht lange leben. Also, weil wir den zum einen als Zutat verwenden und zum anderen, aber der danach dann, also ich weiß nicht, wie viele Basilikumpflanzen ich schon auf dem Gewissen habe. Schokofresh, ich glaube, das war im Angebot. Käse. Dann ist das hier so ein einzelner Eisbecher aus dieser Truhe, wo du dir so ein einzelnes Stieleis rausnehmen kannst. Ich suche davon Großpackungen. Falls es sowas gibt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wo. Ich finde es total lecker. Ich hatte das in so einer Packung mit dem Normalkaktuseis. Da war Packung noch mit drin. Und ich habe dann heute halt geguckt und es gab aber nicht mal diese Mischpackung, sondern nur dieses eine. Und das hat einfach 2 Euro gekostet, so viel wie eine normale Packung Kaktuseis. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Ich finde es aber andererseits auch sehr lecker, deswegen habe ich es jetzt einmal mitgenommen. Aber wenn es davon Großpackungen gibt, dann ich liebe das. So, einen Feta-Käse und noch Geflügelsalami, Zitronensaft und Rotbarschfilets, dann noch 3-mal Brötchen und die nächste Tüte ist leer und ich muss erstmal wieder Tiefkühlware wegräumen. Das ist mein absoluter Lieblingsjoghurt, also von Mövenpick, jetzt nicht diese Sorte speziell. Die waren im Angebot, die sind sonst echt so überteuert. Da habe ich aber, wenn die im Angebot sind, nehme ich dann ein bisschen mehr von mit. Noch ein normaler Joghurt. Du kannst, also das hier ist alles Kühlschrank, wenn du was wegkommst. Ich muss jetzt erstmal hier durchkramen. Dann ein Eistee, Wurst. Ich glaube, du bist zum ersten Mal im Video zu sehen, so richtig. Nein. Ja. Naja, nicht so. Trockenhefe. Ja, noch eine Nudelfalle, die kannst du gleich mal mitnehmen. Das ist mitnehmen, ich würde den Kaffee hinterher. Musst du trinken oder raussuchen? Kaffee, wir haben voraussichtlich Ende der Woche eine neue Kaffeemaschine, die nicht mehr diese komischen Teile da braucht. Deswegen haben wir jetzt auch nicht so viel Kaffee gekauft. Getrocknete Tomaten, Kidneybohnen, ein Ketchup. Haben Sie jetzt getroffen? Ja. Hühnerstücken, Alter, diese Tür. Nächste Tüte ist leer, jetzt fehlt nur noch eine. Einen O-Saft. Wir haben echt viele Getränke. Nein, räum mir zwar weg. Ich will dieses eine gewisse da draus haben, dass ich eigentlich auf den Pott Mandarinen, nee, Apfelsinenbrause, also Orangenbrause. Okay. Dann Milch und. Das ist jetzt absichtlich, oder? Suchst du das hier? Ja, das suche ich die ganze Zeit. Altenmeister. Ja, ich wollte es einfach mal kosten. Noch eine Milch und eine Melonenbrause. Und jetzt ist hier wirklich kein Platz mehr, aber es ist nur noch eine Milch. Das war's. Ja, wir räumen jetzt fleißig weg. Und dann. Ich hoffe, es bleibt dann wieder. Wenn du jetzt nicht abhaust. So, heute gibt es Flammkuchen. Den Teig habe ich euch ja gerade schon mal gezeigt. Tim hat Rezepte abfotografiert, die uns auch als Inspiration für die Belegung sozusagen gedient haben. Und hier steht eigentlich nur, dass man den Ofen vorheizen muss und belegen und dann 12 bis 15 Minuten backen. Steht hier vermutlich auch, oder? Ja, hier stehen 3 verschiedene Teigsorten, die du nehmen musst. Ja, aber mir geht es jetzt nicht um den Teig. Das ist eigentlich nur, du musst es, vor allem wegen dem Schmand. Dann mache ich den Schmand mit ein bisschen Gewürzen und rühre das so ein bisschen an. Tim schneidet die Belegung sozusagen. Dann legen wir alles drauf und wo ich es gerade sehe, wir haben umgeräumt. Das haben wir noch gar nicht gezeigt, oder? Hier die Ecke sieht jetzt ein bisschen anders aus. Wir haben das Sofa nämlich hier drüben ein Stück von der Heizung weggeschoben, damit die besser ihre
Wärme abgeben kann. Und dann war hier, also der Schreibtisch stand ja an der Wand und da war dann nicht mehr so viel Platz und jetzt haben wir es halt alles umgedreht. Jetzt ist auch hier, haben wir eine Blumenbank. Ja, mal gucken, wie lange uns das so gefällt. Ich würde sagen, das sieht nach einem gelungenen Flammkuchen aus. Ich bin mega, mega hungrig. Und ich wollte euch noch die schönen Blümchen zeigen, die ich heute früh bekommen habe. Soll ich nochmal heute früh sagen? Wann hast du die gekriegt? Ich glaube heute früh. Heute früh? Ja, die sind total schön. Aber ich glaube, das Plastik muss man eigentlich abmachen und dann nur das hier dran lassen. Keine Ahnung. Ich habe die so in unsere wunderschöne Vase gestellt. Da wollte ich euch noch das schöne Wetter zeigen und bin jetzt kurz noch bei einer Kommilitonin gewesen, die mir was noch erklärt hat, weil ich mit After Effects absolut überhaupt nicht zurechtkomme. Also ich bin da richtig verpeilt. Okay, muss mal hier rausgehen. Und kaum bin ich bei ihr raus, ich war nur eine Dreiviertelstunde da, ist das Wetter scheiße, man sieht es ja jetzt vielleicht hier so, ich stehe gerade vorm Fenster, also ich habe mal durchgelüftet, es ist absolut kein krasser Sonnenschein mehr oder sowas. Ich kann euch jetzt mal noch eine Sequenz einblenden, wir haben vor kurzem das Kinderzimmer, in welches ich gerade hier reingelaufen bin, ausgemistet, also komplett alles Spielzeug auf einen Haufen und dann in Kisten sortiert, Sachen aussortiert, für die er zu alt ist, Müll aussortiert, Kinder sammeln ja unheimlich gern irgendwelche Sachen, so, keine Ahnung, hier, da waren Klopapierschnipsel mit dabei, womit er mal sein Auto geputzt hat und sowas, also alles, was er irgendwann wiederbekommen kann, wenn er es wieder braucht, sowas, das blende ich euch jetzt mal ein. Hier sieht es mittlerweile wieder ein bisschen unordentlich aus, also hier ist so ein kleiner gemischter Haufen und hier, aber es ist absolut kein Vergleich zu wie es vorher war. Na, wenn dich das stört, mach das jetzt an. Einkauf Teil 2, wie angekündigt. Wir haben Farbfangtücher. Ich glaube, dafür ist es mittlerweile zu spät, weil bei uns ungefähr, weiß ich nicht, ein Viertel aller Klamotten einen rosa Stich hat. Aber gut. Ich werde es trotzdem. Ich warte doch. Was denn? Auch mit deiner Kamera? Na, wenn es dich nicht stört, dann drück drauf. Wie super das klingt. Ohne Sortieren, volle Maschine spart Wasser und Energie. Das war eigentlich immer mein Prinzip. Ich habe immer alles wild durcheinander gewaschen und es gab keine Probleme. Aber mittlerweile durch dieses Rosa, was überall ist, ja, schade. Ich habe mal Eigenmarke gekauft, ja. Das hier? Ja. Ja, natürlich. Also, das ist einfach nur ein Tuch. So, was haben wir noch so Schönes? Tim hat sich eine Zahnbürste ausgesucht. Die hat aber eine komische Farbe. Ja, die ist auch sehr komisch, aber es gab halt keine vernünftige andere. Aha, die Verpackung sieht echt komisch aus. Das sind solche Augenbrauen-Dinger. Ich möchte mir meine Augenbrauen nicht zupfen, weil das ultra weh tut. Und aktuell kann man auch nicht vorhersehen, wann und wie und so diese Waxing-Studios offen haben. Deswegen. Ich weiß übrigens nicht, ob es davon noch eine andere Sorte gab. Nö, das sind die ich... Okay, weil ich habe davor gestanden und weiß nicht mal, wo die Frau das überhaupt hergenommen hat, da von diesem Stand. So, ich, ach so. Ich hab nicht gefragt. Ach, du hast nachgefragt? Ja, nachdem ich eine halbe Stunde nicht nah an die Rand bin. Hier ist falsches Klopapier, dann haben wir ein paar Selbsttests, vermutlich so viele wie erlaubt waren. Ja, fünf, es waren 10 erlaubt, aber ich habe keinen Bock, da so viel zu holen. Rasierer und ein rosanes Fit. Mehr stand nicht auf der Liste, oder? Sondergröße. Hä, ist das größer als sonst? Ja, das ist größer als sonst.
Krass. Okay, super. Ja, du stehst mir schon wieder im Licht. Ich dachte, du wärst fertig. Ich bin auch fertig. Also von daher? Einen wunderschönen guten Morgen. Der nächste Tag und der Vlog geht weiter. Heute ist Dienstag und ich muss demnächst zur Uni. Ich habe vorher noch einen Termin. Ich glaube, ich habe dann zwischen Termin und Uni noch ein bisschen Zeit. Ich muss halt mal gucken, ob ich dann, also ich würde vermutlich einfach schon in die Stadt fahren und meine Erledigungen, die ich danach habe, praktisch vorher anfangen. Ich habe nach der Uni noch einen Termin in der Stadt und heute früh saß ich auch schon am PC und habe noch schnell was animiert. Also ich habe meine Hausaufgaben noch gemacht. Ich habe ja erzählt, ich war bei einer Kommilitonin und die hat mir nochmal einen guten Denkanstoß gegeben und damit konnte ich die eine Aufgabe jetzt komplett fertig machen. Hatte aber gestern Abend keine Lust mehr und heute früh war sowieso also echt so viel Zeit, weil Karl so zeitig aufgestanden ist, dass ich das dann in Ruhe noch machen konnte. Jetzt habe ich hier noch Spülmaschine ausgeräumt, wieder eingeräumt, Küche sauber gemacht, meine Schuhe geputzt, also und ich habe immer noch Zeit. Ich staubsauge jetzt gleich mal hier per Hand schnell auf dem Sofa und auf dem Fußboden. Genau, mein Zeug ist schon gepackt, also ist auf jeden Fall ein sehr produktiv gestarteter Tag, aber ich werde heute Abend bestimmt sehr, sehr müde sein. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Energie dafür, dass es früh morgens ist und ich freue mich auch immer, wenn das so ist, dass ich dann irgendwie so ja, mit guter Laune in den Tag starte, auch wenn es mir erst schwerfällt aufzustehen, aber dann halt auch wirklich so richtig motiviert bin, weil dann finde ich, verläuft der Tag auch viel, viel besser, wenn man mit einer positiven Energie in den Tag startet. Was man macht, wenn einem langweilig ist, das Süßigkeitenfach aufräumen. Seht ihr diese Kiste? Das ist eigentlich ein Kühlschrank-Organizer. Der ist komplett voll mit einfach nur einzelnen Bonbons. Ich kriege echt die Krise. Das lag hier alles lose rum. Das war total durcheinander. Die Gummibärchen haben mir nicht mal mehr reingepasst. Die habe ich jetzt doch hier reingetan. Also das finde ich mal echt ein gelungenes Süßigkeitenfach. Man sieht, hier liegen auch noch 3 Weihnachtsmänner. Ey, wir haben echt so mega, mega viel Süßkram. Wir müssen das jetzt erstmal alles aufessen. Das ist echt heftig. Und hier unten zum Beispiel, Karl hat eigentlich kein extra Süßigkeitenfach, aber wir hatten hier mal so eine Ecke, in diesem Spielzeug, also hier Gesellschaftsspielefach, da ich habe noch einen anderen Organizer, den kriegt er und dann wird hier auch sein Süßigkeitenfach sozusagen eingeräumt. Aber es ist halt echt mega krass, wie viel wir haben und wie schnell es unordentlich wird, weil das hatte ich auch schon mal schön eingeräumt. Auch wenn ich jetzt schon wieder viel zu spät bin, also noch nicht zu spät, aber knapp in der Zeit, ich habe das Schuhregal aufgeräumt und ich habe meine Schuhe, die da sind und absolut nicht sauber aussehen, vor der weißen Wand geputzt. Also heute ist echt ein sehr, sehr produktiver Morgen. Tada! Erste Erledigung erledigt. Boah, es ist schrecklich, mit Maske zu filmen. So, ich guck mal, ob mein Handy jetzt hier steht. Ja, ich bin jetzt wieder erstmal im Parkhaus. Also ich habe, habe ich schon gesagt, ein Geschenk für das Kind von einer Freundin gekauft. Die hat, also das Kind hat heute Geburtstag und wir fahren nachher mal auf Überraschungsbesuch vorbei. Und der Punkt ist halt, dass ich mit dem Thema so Spielzeug schenken, weiß ich nicht, damit kann ich mich nicht so richtig anfreunden, weil ich, also für fremde Kinder, sage ich jetzt mal, ne, ich weiß es nicht. Ich finde, das sollten die Eltern so entscheiden, was das Kind an Spielzeug bekommen darf, also von der Art her und wie viel und so weiter. Wir haben denen auch schon mal Spielzeug von uns gegeben, aber das war halt dann sowas von Karl halt aussortiert wurde, weil er zu alt dafür ist. Es ist nicht so, dass ich irgendwie zu halt einem Geburtstag bewusst was gekauft habe und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das habe ich auch neulich schon mal so gemacht, Klamotten zu verschenken. So. Jetzt habe ich noch keine Uhr. Lass mal rausfinden, wie spät es ist. Also ich wollte gestern noch weiter filmen, heute auch noch mal filmen. Jetzt ist mittlerweile sogar der 3. Tag, also Mittwoch. Und es ist schon ziemlich spät. Ich arbeite jetzt an diesem Projekt, wovon ich schon mal erzählt habe, dass wir so eine Dokumentation drehen. Was habe ich denn mit meinen Haaren gemacht? Ich sitze hier im Dunkeln, schneide Video. Das ist egal, wie ich dabei aussehe, wollte ich sagen. Genau. Wir haben eine Doku gedreht und sind jetzt in der Postproduktion und ich habe das Privileg, dass mein Konzept ist, also ich das,
das Konzept für die Doku verfasst habe, ich habe jetzt gerade echt Wortfindungsstörungen, darf ich auch den Feinschnitt machen, weil das praktisch ja meine Vision ist, die ich von Anfang an hatte, die dann umgesetzt wird. Und ich habe auch Unterstützung in der Post, also jemand hat schon den Rohschnitt gemacht, also ganz viele Aufnahmen, die wir gemacht haben, extrahiert sozusagen, die besten rausgesucht, sodass ich dann nicht mehr so viel da erstmal im Material nochmal rumwühlen musste, obwohl wir es vorher gesichtet und in Listen eingetragen haben. Und beim Color Grading kriege ich auch Unterstützung, weil das ist absolut nicht mein Bereich, genauso wie jetzt ich auch merke, Compositing und Animation mit After Effects, das habe ich glaube ich schon erzählt, oder? Schrecklich. Genau, und ich sitze jetzt hier so am Schnitt und habe jetzt angefangen, ich merke aber gerade, also zum einen tut mein Rücken weh, aber das ist schon den ganzen Tag so, und zum anderen glaube ich, dass ich halt irgendwie jetzt gerade an so einem Punkt bin, wo ich erstmal mich wieder ausruhen sollte, also schlafen gehen sollte, um meine Kreativität wieder zu bündeln und wieder so gedanklich mich zu sammeln, damit ich dann morgen oder wann auch immer ich halt weiterschneiden werde, wieder mit der Motivation und Energie rangehen kann, mit der ich vorhin auch daran gegangen bin. Also ich sitze jetzt heute bestimmt schon 5 Stunden da dran und bin sehr zufrieden mit dem, was ich geschafft habe, aber irgendwann lässt die Konzentration nach. Und ich glaube, es ist halt auch einfach jetzt abends und eigentlich so voll gemütlich. Draußen ist absolutes Unwetter, also so Sturm. Und aber hier drin ist halt schön die Heizung an und ich sitze hier so vor meinen 3 Bildschirmen und es ist halt einfach mega gemütlich. Genau, und deswegen dachte ich an der Stelle, beende ich mal das Video. Ich habe jetzt leider auch keinen Bock mehr, dieses Video hier zu schneiden. Das würde jetzt, glaube ich, also da würde ich sehr lieblos arbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wir haben, glaube ich, demnächst auch was ziemlich Cooles, was wir mit euch teilen können. So eine Art Reaction-Video auf ein Video, was wir vor einiger Zeit mal gedreht haben, beziehungsweise so ein anknüpfendes Video, was auch immer. Seid gespannt. Ich habe da heute, also heute ist echt ein kreativer Tag für mich, so ich habe da heute schon wieder für YouTube echt so für 2 Videos mega coole Visionen gehabt und dann war meine Kreativität hier jetzt auch bei dem Schnitt von der Doku so sehr da. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie merkt, ich habe gerade ganz viel positive Energie, die ich irgendwie ausstrahlen muss. Ja, genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr das macht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.